Ja, guten Morgen. Heute ist hier der letzte Tag in Berlin. 36 Rooms Hotel. Wir hatten ganz viel Spaß hier. Jetzt packen wir gerade noch unsere Sachen, dann gehen wir frühstücken und dann geht's auf nach Hannover. 1, 2, 3, 4! Der Sprung ins Leere, keine Angst mehr vor dem Fall. Und Maiko, hast du noch Lust auf Autofahren? Ja. Von 0 bis 10, wie viel Lust hast du noch auf Autofahren? 10 ist ja Autofahren, 0 ist scheiße Autofahren. 15. Ich mag Stau ja sehr gerne, aber sowas geht nicht. Wir fallen auf wegen unserer großen Klappe, wegen unserer eigenen Meinung, die keiner vor uns hatte. Ja, wir scheuen uns nicht, denn wir sprechen es einfach aus. Jeder geht seinen Weg, aber wir gehen immer geradeaus. Ja, und dann sind wir auf einmal auf der Bühne, oder? So einfach geht das. So einfach geht das. Soundcheck war erfolgreich. Wir haben uns jetzt zu fünft auf diese Bühne gut eingerichtet. Flagge hängt. Flagge hängt wie immer. Und wir teilen uns diesen Monitor und der Mix ist jetzt ein astrein. Und jetzt haben wir noch ein paar Minütchen Zeit bis zum großen zum Schnacksel. So, wer seid ihr denn? Ja, wer mein Hut, bitte. I don't talk without my hat. So, wer seid ihr denn? Stellt euch mal kurz vor. Du sprichst zu schnell für mich. Wie heißt eure Band? The Oliver Stones? Mhm. Wie heißt eure, wir machen, was ist das? Alternative Rock oder Indie oder Dirty Blues oder Rock? Wir sind nur zwei Leute, René und ich. Seid ihr schon aufgeregt? Wollt ihr Spaß haben auf der Bühne? Wir wollen Spaß haben, aufgeregt sind wir nie. Also das ist gerade mal der Applaus für uns. Also der Trocker hier in Hannover. Der Trocker hier. Der Trocker, ja, leck mich doch an Zickerli. Also ist ganz ein netter Laden. Ne? Was? Und das ist mega geil. Und ja, wir haben da gerade so gespielt und der Laden ist ganz cool und da waren auch schon so ganz coole Leute drin und da geht ganz fett Party ab. Und heute natürlich mega. Weil hallo. Und natürlich haben wir die Hütte gerockt. Bis zum geht nicht mehr. Ja. Richtig weggenullt. Ihr habt es ja gerade bestimmt auf den Aufnahmen gesehen. Es war einfach mega geil. Es war fett. Und die Bühne war nicht so fett. Aber trotzdem, geil. Alter. Ja, und jetzt. Jetzt gönnen wir uns noch ein kleines Armbrötchen. Und dann damit zu Dann schneidet Jabba Ole noch dieses Video. Ja, und davon gibt es dann schon noch ganz sexy. Und dann sehen wir uns morgen in. Alter Frische und Chemnitz, ne?